Was mir am meisten gefällt, sind die vielen Segelboote, die es in Sachsen nicht gibt. Weil ich selber auch gerne segel. Also für mich sind die besten Schiffe vielleicht gar nicht mal die allergrößten, wie die Seedorf oder Grusenstern, sondern ich interessiere mich auch sehr für Technik und da waren die Dampfschiffe für mich dieses Jahr besonders interessant. Ich bin in der Stettin vorgestern gefahren, ungefähr 5 Stunden. Es war sehr schön. Ich war mehr im Maschinenrahmen als auf Deck, weil im Maschinenrahmen noch die richtig alte Dampftechnik zu erleben war. Das war wunderschön. Letztendlich hat die Marine zu erfüllen ihren Auftrag, sich der Öffentlichkeit zu präsentieren, was ist eigentlich so los in der Bundeswehr, was kann die Bundeswehr so leisten. Zu diesem Tag haben wir eingeladen viele Org-Bereiche der Bundeswehr. Wir haben also nicht nur die Marine hier, sondern wir haben die Sanität, wir haben die Luftwaffe hier und wir haben auch Teile des Heeres da, sodass also ein breites Spektrum hier der Bundeswehr heute hier zu sehen ist. Also wir sind hier auf der Elida, das ist ein alter Nordatlantik-Hochsee-Fischkutter. Der wurde 1939 in Norwegen gebaut und ging dann nach Island, um dort Fische zu fangen. Also wir können 18 Leute Crew mitnehmen, dafür sind wir zertifiziert, aber wir dürfen auf Hafenrundfahrten bis zu 50 Personen an Bord haben. Wir fahren die gesamte deutsche Ostseeküste im Prinzip ab, von Flensburg bis Wolgast, ganz im Osten. Und dazwischen sind wir dann auf den Hafenfesten präsent, in Stralsund, Greifswald, Kieler Woche natürlich und halt auch in Rostock, 20 Zell. Hier ist halt schön. Man hat seine Ruhe. Man freut sich, wenn die Leute alle zufrieden sind. Ist ja auch eine große schöne Kulisse. Zusammenarbeit ist mit ja der Security, auch mit der Leitung hier von der Hansesee. Ist ja auch eine große Kulisse, vor der man arbeitet, weil es sind sehr viele Zuschauer da drüben, die so hier, so wie in Warnemünde. In Warnemünde macht ja eine andere Firma. Und es ist halt eine Riesenkulisse, wie gesagt. Ne? Also sehr viele Zuschauer, die auf dieses Highlight ja warten. Sonnabend.